Horizont und Turi 2TV vom Deutschen Medienkongress. Lukas Kircher, Gründer von C3 und Pionier des Content Marketing in Deutschland. Jetzt haben Mediaagenturen angekündigt, dass sie auch in den Markt wollen. Und die Mediaagenturen sagen zum Teil sogar, sie können das besser als C3. Steht Ihnen jetzt der Angstschweiß schon auf der Stirn? Nein, das nicht. Also erstmal, wenn 1,8 Milliarden Unternehmen sagt, sie wollen in einen Markt, den wir schon seit Längerem bestreiten, muss man sagen, das ist ja eine Anerkennung dafür, was wir eigentlich vorhaben und auch noch vorhaben werden. Und dann kann ich beruhigen, der Markt ist groß genug für uns alle. Ist denn Content Marketing der Marktplatz, auf den alle wollen, der große Topf, wo die großen Gelder jetzt sind, genug für alle da? Absolut. Also es gibt kaum ein Unternehmen mehr, das sich nicht damit beschäftigt, wie kann ich Content-Strategien aufsetzen. Dafür braucht es neue Formen von Agenturen, neue Formen von Dienstleistungen, die Budgets wachsen und die Kunden werden sehr, sehr viel intelligenter und cleverer damit, was sie genau wollen mit Content, welche KPIs und welche Business-Ziele sie damit verfolgen wollen. Content ist das neue Gold? Kann man so sagen, das neue Gold, das neue Öl, die neue Elektrizität. Dahinter steht ja der Punkt, dass in der digitalen Welt niemand mehr sich Werbung angucken muss, die er nicht will. Kann man einfach ausblocken, wegdrücken. Das bedeutet, dass die Leute Geschichten erzählen müssen, die spannend sind. Wer sind denn die besten Geschichtenerzähler in der Kommunikation? Wer kann das? Es gibt da unterschiedliche Fachleute, natürlich sind Journalisten, die sich stärker mit Marken beschäftigen, sehr, sehr gut. Wir haben davon über 100, die auf verschiedenen Baustellen für verschiedene Marken arbeiten. Es gibt grandiose Kreative, die mehr aus der Designrichtung kommen, die vor allem bei Social wahnsinnig wirksam sind, weil es ja ein visuelles Medium ist. Im Grunde, was die alle eint, ist die Idee, können wir Kommunikation machen, die einem normalen Menschen wieder interessiert, die man nicht mit horrenden Mediageldern den Leuten hinterherballern muss, sondern wo er sagt, ey, das schaue ich mir gerne an, das interessiert mich, das inspiriert mich, das macht mir Spaß. Sie helfen mit C3 Marken zu Medien zu werden. Sind Sie da nicht Teil der Bewegung, die die Medien auch schwächt? Nehmen Sie Gelder letztendlich den Medien weg? Fühlen Sie sich da nicht manchmal mitschuldig beim Niedergang der klassischen Medien? Total. Also das ist bei mir auch ein schizophrenes Thema. Ich habe ja 15 Jahre in Medien selber gearbeitet. Ich glaube, dass es in den Medien teilweise einfach nicht gelungen ist, diese Entwicklung weg vom klassischen Werbesujet hin zur inhaltlicheren Werbung der Unternehmen auch mitzunehmen. Ich bin nach wie vor der großen Hoffnung, dass das so passiert, auch wenn jetzt gerade die New York Times wieder gesagt hat, dass sie davon ausgeht, dass sie in 4 bis 5 Jahren fast ausschließlich inhaltlich, also Native Advertising Formate digital schalten wird, glaube ich, das ist genau die Stoßrichtung, in die Verlage auch gehen müssen. Und wir helfen Verlagen auch hin und wieder bei solchen Strategien, das zu entwickeln und das ihren Kunden anzubieten. Lukas Kircher, letzte Frage. Wann arbeiten mehr Journalisten bei Marken als bei Medien? Ich hoffe nie. Journalismus ist so dermaßen wichtig für mich, für die Gesellschaft, Politik. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Vielen Dank.